Hallo und herzlich willkommen hier zum großen Rennen, zum Rennen auf den großen Preis von Bayern auf jeden Fall. Die letzte Folge, ne, Qualifying, gibt es einen kleinen Lachflash, könnt ihr euch mal angucken, wer die noch nicht gesehen hat. Und wir fahren jetzt den großen Preis von Bahrain, das steht doch hier, hier sind mal. Und wir hatten letzte Folge schon geklärt, am Ende der Folge, ich soll das Rennen auf Platz 10 abschließen, oder besser, also ich soll auf jeden Fall in die Punkte kommen. Ich soll meinen Teamkollegen Nico Hülkenberg besiegen und habe eine Fahrermeisterschaft natürlich Platz 10 oder besser. Gehen wir einfach mal weiter, gucken wir uns nochmal kurz einen Laptop an. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Rennen. Es gibt eine Einführungsrunde, so habe ich das eingestellt. Spiel auf Mithell. Namenskürzel, ja. Erstes Rennen. 14.09.16 ist Real Life. Fahrerrangliste 22. Platzierung Fahrermeisterschaft 0. So. Unter den Teamerwartungen, ich gucke gerade hier die Fahrerposten an. Auf kurzem Ziel, Teamerwartungen übertroffen. Okay, ich muss also zwischen 4 und 8 bleiben. Ob zumindest 4 oder besser, dass das gut ist. Gewonnene Rivalitäten, so. Ja. Zum Rennen. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder... 24 Grad bewölkt oder bedeckt, ja bewölkt eher. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen. 15 Kurven? Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten. Hat er nicht vor uns gesagt, Kurve 17? Gemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Bahrain hat uns in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass eine gute Strategie alleine nicht ausreicht. Du brauchst außerdem eine gute Rennleistung und natürlich Konstanz. Und etwas Glück, würde ich sagen. Das ist eine dieser Strecken, auf der die Safety-Car-Phase immer im richtigen Moment zu beginnen. Also, Safety-Car habe ich eingestellt, das war nämlich ausgestellt irgendwie. Die Strategie über die Platzierung der Autos entscheidet. Die Einführungsrunde ein. Enorm beansprucht. Du brauchst relativ Platz 1 steht hier. Und die beste Überholmöglichkeit bietet sich logischerweise Qualifying, ne? Wo du deinen Gegner ausbremsen und dich auf ein Hickhack einlassen kannst. Wir müssen auf der Strecke bis Kurve 1 voll konzentriert sein. Wir sind jetzt im Vorteil und das soll so bleiben. Verteidige innen. Dann können wir Kurve 1 in Führung verlassen. Das stimmt, mein Freund. Jeff war das. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Force India startet also von der Pole Position. Und daneben steht Nico Rosberg. Okay. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Vettel, Kimi Räikkönen und Ricciardo. Verstappen, Button, Alonso und Valtteri Bottas. Massa, Grosjean, Nico Hülkenberg und Sainz Junior. Massa ist Brasilianer? Wusste ich noch gar nicht. Eriksson und Pascal Wehrlein. Ja, ist Russe. Und Arianto. Jolyon Palmer und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Wehrlein ist Deutscher. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Genau. Wer stimmt auch dafür? Rennen starten! Rennstrategie! Es soll auf jeden Fall nicht regnen. Luft 24 Grad, Strecke 29. Es bleibt wolkig, am Ende sogar sonnig. Immer die oder die? Wir nehmen das. Wir starten jetzt das Rennen einfach. Bam!
Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Ja, ein bisschen Zickzack fahren. Rosberg hat überholt. Das darf er doch gar nicht. Grad hat der Motor. So. Dankeschön. So. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte. Man sieht's ja auf der Map, ne? Unten links. Gleich ist es soweit. Erstmal ganz angespannt hier. Wir müssen das Rennen für uns entscheiden. Los! Zack, zack, zack. Bremsen! Wenn man von der Pole startet, hat man so einen guten Vorsprung einfach bloß. Einen guten Vorsprung. Guckt euch den Vorsprung an. So, 29 Runden, das müsste ja machbar sein, oder? Nein! Haben wir schon eine Verwarnung. Tja, easy peasy. Aber gleich kommt auch wieder eine andere Zeit. Ah, siehste, da bin ich schon ein bisschen drüber.
vorne links habe ich schon 38. Es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie in die Box zu fahren. Aber die roten Reifen halten nicht sehr viel aus. ...1,43, da geht noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Hochschalten. Unterschalten. Ab der dritten oder zweiten Runde, weiß gerade nicht, was die... Ja. Okay. Was ist das? Ändern. Ja. Ging das dann nochmal? Mit V, ne? Ja. Eieiei. Immer noch 1,43, aber 1,43,0. Muss da mal langsam nach oben links schauen, was da steht. Scheiße. 9 Sekunden. Ich musste erstmal fahren, die 9 Sekunden. So. ...61%. Noch sind die Reifen gelb. Aber sie werden schon so hellorange. Ich glaube, ein paar Runden schaffe ich dann auch. Also 8 Runden mindestens. Also nicht noch 8 Runden. Das Boxenstoppfenster ist offen. 1,42 ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich habe mich nur um 0,14 Sekunden verbessert. Der linke Vorderreifen wird ja ganz schön belastet. Also, da muss ich ja demnächst hier ein bisschen eine höhere
Geschicklichkeit einstellen, aber das geht ja nicht. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oder? Kann man die, also zwischen den einzelnen Wochenenden in der Karriere, also nicht in der Meisterschaft, sondern in der normalen Karriere, kann man da die Schwierigkeit umstellen? Wenn ja, würde mich das sehr interessieren. Da stelle ich nämlich eine Stufe höher. Was kommt nach Mittel, Fortgeschrittene? Keine Ahnung. Diese Runde an die Box? Ne, eine Runde schaffe ich noch. Eine Runde schaffe ich noch. Eine Runde, komm, eine Runde geht noch. Ah, guck doch. Wieder verbessert. Es wird schon ein bisschen rutschiger. Und der ist schon so orange, dunkelorange. Oh ja, jetzt leuchtet die rote Lampe. Sektor 1 geschafft. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Wir müssen jetzt vorsichtig fahren. So. Rote Reifen heizt ab. Beziehungsweise, wenn wir jetzt irgendwie links an eine Bande kommen und die nur ganz leicht streifen, dann ist aus. 25 Sekunden auf Hellritten. Ich gehe jetzt an die Box. Definitiv. Weil 13% will ich nicht nochmal machen. Und ich stehe die ganze Zeit in den Runden, wenn ihr. Ich könnte noch vor denen rauskommen. Super, super, super. Schnell, schnell, schnell. Losfahren, losfahren. Oh, super. Das schaffe ich auch noch. 15 Sekunden. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Los, los, los. Hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Bremsen und lenken. Musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe auf. Ah, scheiße. Sekunden. Ist ja gar nichts. Könnte noch knapp werden. Lass mal auf den Reifen klarkommen. Unser Teamkollege ist auf Platz 4. Platz 4 ist gut. Ah, was ich ja mache, ist nicht gut. Rosberg kommt ran. Habe ich schon das Gefühl. Weil der hat noch rote Reifen. Und ich nicht.
Ne, Rosberg hat auch normale. Ah, die sind jetzt alle an die Box gegangen, oder wie? Teamkollege ist in der Boxengasse. Guck mal, der kann sich nicht entscheiden, Raikön. Raikön wächst die ganze Zeit zwischen Mittel und Supersoft. Was war M gleich nochmal? Ist das nicht Medium Soft? Keine Ahnung. Etwas aufdrehen. Das ging. Ja. Nee. Möchte aber nicht aufdrehen. Wir haben nur eine Runde. Der Abstand zum Hintermann beträgt 30,2 Sekunden. Wollen wir gleich noch einen Boxenstopp machen? Nee. Ich spiele auf Mittel! What the fuck? Kann doch nicht sein, dass das so ein großer Abstand ist. Letzte Folge war ich letzter. Na gut, da habe ich auch noch nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe jetzt noch ein paar Runden hier gedreht und zwar in Offline-Modus. Ja, ich letzte Runde. Ach, die 10 bedeutet, das ist unser Rennziel, was uns die Dame gesagt hat in der Voicemail. Sehr gut. Bin schon wieder eine lilane Zeit gefahren. Ich fahre eine 1,42, das geht nicht. Wir sind eine 1,40 gefahren, 1,40,0 sogar, wenn ich mich recht entsinne. Da geht bestimmt noch mehr. Weil ich bin ja auch nicht so der Premium-Spieler. Aber guck mal, wenn er unten auf die Map guckt, ja, überrunden auch bald welche, weil es sind auch ein paar in der Box. Und die letzten Plätze müssen ja auch irgendwann an die Box. Nicht so viel schneiden. Mehr gucken. Mehr gucken, was du auf Strecke machst. Und bam, schnellste Runde. Nee. 0,2 Sekunden. Zu langsam. Aber ich muss sagen, in den Offscreen-Rennen hatte ich mal zwei Runden hintereinander auch meine schnellste Runde. Das war übelst sick. Das waren 0,02. Oh. Extra langsam gefahren. Da zählt das nämlich nicht als Strafe. Jetzt habe ich wieder nicht nach den Zeiten geguckt, wie weit die hinter mir sind. Aber ich überrunde gleich jemanden. Das ist ja auch mal ein bisschen relevant, ne? Dann gucken wir gleich mal, auf welchen Platz. Welchen Platz? Rosberg ist auf Platz 2. Das weiß ich ja. Ich meine bloß 37, also 38. Na, 37,5 Sekunden? Alter. Können wir noch zwei Boxenstops machen? Na, nicht ganz. Na, eigentlich schon, weil wir holen die Zeit ja eh wieder auf, ne?
auf dem Laufenden. Danke, Chef. Elf Runden? Laut der Aufnahme haben wir jetzt eigentlich schon unser Ziel geschafft. Länger als 9 Runden überleben. Ach so, das Einzige, was ich umgestellt habe. Ja, weiter so. Ich habe die insgesamte Rundenlänge, also nicht Rundenlänge, sondern die Anzahl der Runden halbiert. Ich habe die Strecke zu 50% gemacht, nicht zu 100%. Da hätten wir nämlich 54 Runden hier in Bahrain. In Australien sind das dann 59 Runden, da hätten wir dann verkürzt hätten wir da auch 29 Runden fahren müssen, weil 29,5 Nassröhr ist das. Ey, cool, ich hab DRS. Ich hab Nasre. Nasre hat ja irgendwie Probleme gehabt. Jetzt gaukst du auf Platz 22 rum. Aber die sind auch langsam, ne? Richtig langsam. Wie viele Lampen hier in der Umgebung stehen, das ist der Hammer. Und ich bin schon wieder lila. Gibt's da nicht. Aber im ersten Sektor bin ich immer lila. Immer. Jetzt muss ich bremsen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Neuen! Was war die Taste? Die Taste T, ne? Neuen! Nee. What the fuck? Strategie ändern! Ich hab keine Ahnung. C, B, V, N, M, J, A, G. Ja, mal gucken. Nein! Ich hab die Tasten jetzt noch nicht gedrückt, aber... Oh, schon wieder schnellste Runde hier. Eine Sekunde. Ja, 0,9. Wer war das denn? Wer ist hinter mir? Ach, guck mal. Wer ist hinter mir? Magnussen. Magnussen ist hinter mir. Erstmal ihn überholen. Warum habe ich jetzt kein DRS bekommen? Oh, bin so weit rausgekommen. Aber Magnussen hat DRS bekommen. Schon wieder zu weit raus. Bremsen! Aber die NPCs können die Kurven nicht so gut nehmen. Die bremsen nämlich viel zu früh. Oder zu spät. Je nachdem. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Okay. Ein paar Informationen zu Nasser.
dass sie das Problem lösen konnten. Ja, gucken wir doch mal. Ein paar Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Okay. Nasser hat die Probleme behoben und Vettel hat jetzt Probleme. Wo ist überhaupt Vettel? Das ist doch einer der ersten 10 Ränge, oder? Wir haben jetzt 3 Plätze überholt. 22, 21 und 20. Wir haben gerade mal die Hälfte geschafft. Die Hälfte des Rennens. Also dauert die Folge circa eine Stunde. Ihr wisst natürlich jetzt schon, als Zuschauer. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Etwas aufdrehen? Ich guck lieber nochmal nach. Boxenstoppfenster ist jetzt eröffnet. Noch nicht. Erster Platz 19. Ich komme jetzt immer wieder raus. Wahrscheinlich, weil die Reifen ein bisschen was abbekommen haben. Gutierrez. Gutierrez ist 19. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Oh, 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 oh. Gutierrez hat mich wieder zurück überholt. Oh, nicht unseren Flügel abfahren. Oh, ja, gut, ja, das ist gut. Nein. Aber ich hab da immer Angst, ob ich da abschneide und Zeitstrafen bekomme. Eine Runde geht noch. Letzte Runde, dann gehen wir an der Box. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Jetzt ist es auch erst offen. Jetzt haben wir mit den ganzen Typen hier zu kämpfen. Jetzt sind wir mitten im Pulk. Plan A. Chef hört eh nicht auf mich. Mein Mikrofon ist kaputt. Kann ich das hören, Chef? Das ist Perez. Box. Natürlich Box. Denkst du, ich fahr so weiter? Guck mal einen linken Vorderreifen an, der ist rot. Ja, dunkelorange. Nee, Kvyat. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr die Rennleitung eine Strafe.
80. Sekunden. Ha! Jetzt geht's los. Und weiter geht's. Nicht die Materie, habe ich eine Errungenschaft bekommen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. 12 Runden. Mittel heißen die Reifen. Eine Mischung zwischen weich und hart. Ich glaube, in den letzten Runden werden wir wahrscheinlich auf eine harte Mischung umschwingen. Erstmal außen überholen, ja. Erstmal so langsam. Palmer ist 20, weil er gerade an der Box, da haben sich die Platzierungen etwas geändert. Wir haben blaue Flagge, die müssen schnellere Autos vorbeilassen. Gucken wir mal, wie weit ist Rosberg jetzt von uns entfernt? 33,9. Dürfen nicht so hart bremsen. Rosberg fährt nochmal mit Soft. Aber ich glaube, da muss er noch einen Boxenstopp machen. Der hat 3 Boxenstopps. Er hat eine andere Strategie. Nächstes Wochenende werden wir wahrscheinlich eben erstmal rausfinden müssen. Oder ich muss rausfinden bis nächstes Wochenende, weil es könnte ja irgendwann mal fatal sein. Wegen den Strategieänderungen, der Button, wo ich ja reden kann, mit meinen Typen kommunizieren kann. Weil es ist ja ein bisschen blöd, wenn ich hier schlechte Bedingungen gerade habe und ich kann es nicht ändern. 53? Rosberg war in der Box. Es ist auch auf Mittel gesprungen. Aber er holt auf. Irgendwas Sekunden hat er gesagt. Und jetzt waren es noch 51 am Sektor 3 Checkpoint. Schnellste Runde 1:40,4. Da ist noch was drin. Da ist noch was dran. Aber ich könnte jetzt noch ein paar Zeitstrafen bekommen. Die würden mich nicht interessieren. Im Grunde genommen, oder? Oh, Gutierrez ist ein bisschen aggressiver. Scheiße. Noch 10 Runden. Und ich habe einen orangenen... orangenen Flügel. Ah,
Ah, Fingergymnastik. Mein Finger ist eingeschlafen. Was macht er? Nicht gut. Er geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber noch geht's ja. Er ist ja nicht komplett ab, sagen wir es mal so. Aber man merkt es schon. Aber man merkt es schon. Das ist richtig krass. Ja, gucken, wie weit das Raikön jetzt von mir entfernt. Ich muss mich ja auch absichern, dass ich nicht Zweiter werde. Obwohl das ja auch schon gut wäre, ne? 56 Sekunden. Boxenstopp ist auf jeden Fall drin. Geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ja, natürlich. Wir fahren aber scheiß Zeiten dadurch. Also ich fall's noch die Runde. Wo Alonso. Bremse. Und nach der Runde dann geht's noch mal kurz an die Box. Kurve verpasst. Ja, es geht aber noch. Noch geht's. Guck mal, ich überrunde ja gleich meinen Teamkollege. Der war auch gerade hier an der Ebene. Oh, hochschalten. Ja, mein Finger hat sich wieder beruhigt. Ich habe jetzt immer mal ausgestreckt. Aber das kann ich auch nur in den Linkskurven machen. Fahr mal in die Box. Muss noch mal meinen Finger anspannen hier. Und bitte neuer Flügel. Dankeschön. Hey, nicht keine gelben. Was macht ihr? Los, fahr jetzt. Jetzt haben die wieder gelbe drauf gemacht. Oh nein. Oh, ich wollte auf harten mal fahren. Ja, auf mittleren. Scheiße. Gib jetzt Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden.
Jetzt bin ich wieder recht hinter Ericsson. War gerade vor dem 15. Muss ich nur noch die vorne alle überholen. Und zwar safe! Alles noch gut. Wie viel Benzin haben wir noch? 2 Runden. Ich guck da jetzt mal hier ein bisschen drauf. Weil das ist in den letzten Runden immer ein bisschen wichtiger. Nee, andersrum. Ja. Möchte ich noch ein bisschen was aus meiner Zeit rausholen, ja? Das ist 1,3, das ist nicht gut. Durch die ganzen NPCs jetzt dann wieder eine Zeit holen, das wäre jetzt ein guter Erfolg. Allein ist hier. Alter, macht einfach zu. Danke. Hey. Oh, ich habe gerade das Geld, ist eine 5 Sekunden Zeitstrafe. Habe ich gerade wirklich gedacht. Ist mir gerade der Arsch auf Grundeis gegangen. Die nächsten Reifen. Ah, guck mal, da unten kann ich das einstellen. Aha. Man lernt sozusagen nie aus. Ich habe hinter mir einen. Wo ist Vettel? Irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo im Mittelfeld. Was bremsen die so? Oh, ich hab jetzt DRS. Bin auch nicht so gut rausgekommen. Ah. Gut eingeschert. Hey! Ich habe keinen Schaden bekommen. Ist der raus? Noch nicht. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Vor uns ist... Ah! Wenn du weiter so die Kurven schneidest, brummt dir die Rennleitung eine Strafe auf. Es ist mir egal. Ja, es geht auch noch. Guck mal, hier hat er rot.
Schafft er noch vier Runden? Weiß nicht. Ich hab eine blaue Zeit! Eine lilane. Das muss ausgenutzt werden. Plus eine Runde. Ja, das wird eine lila Zeit. Super. Super. Ich liebe mich jetzt schon. Sehr gut. Dass ich das nochmal schaffe jetzt zum Ende, hätte ich nicht gedacht. Aber man sollte sich nicht so früh freuen. Aber bisher sieht alles super aus. Yes. Und bam, 1,39. 1,38,9. Super. Einsame Spitze. Alonso. Oh, jetzt kann man ja. Jetzt kann man wieder hier drauf. Muss ich langsam ein bisschen aufpassen. Die tut sich ein bisschen gerade duellieren. Aber easy peasy! Komm hier vorbei! Super! Ich glaube, ich hätte hier auf dem mittleren Reifen und der fetten Mischung noch mehr geschafft. Da hätte ich noch mehr rausholen können. Guck mal, vor uns ist Groß-Jeans Rochon aus Frankreich. Rochon, jetzt Rochon ist vorbei. Außer überholen. Fehlgeschlagen. Ja. Der ist. Dann nutzt man das doch. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 49,5 Sekunden. Ja, das ist gut. So soll es sein. Also abgekürzt habe ich bisher einmal in der ersten Kurve und einmal in der letzten. Oder? Gut möglich, ne? Guck mal, Sainz Junior ist vor uns. Carlos Sainz. Alter Faller. Hey, wie langsam der ist. Hey! Der hat mich eindeutig gerammt. Ich will einfach nur an dem vorbei. Du machst das nicht zu. Danke. Zwei Folgen, easy peasy. Zwei Folgen. Zwei Runden.
So, wir überrunden jetzt den 10. Platz. Also werden wir sozusagen jetzt, wenn wir den überrunden, zweimal 10. Hier innen natürlich ist es ein bisschen schwieriger. So. Passt doch. Ich will nichts umändern. So, letzte Runde. Ja. Bottas. Schaut doch gut aus. Bottas überholt. Hier ist Vettel. P8 ist Vettel. Ist auch nicht ganz eine Runde. Vielleicht schauen wir unseren Teamkollegen. Der ist nämlich auf P7. Benzin ist gleich alle. Oh. So. Egal, ich überhole jetzt Vettel einfach nicht mehr. Oder auf der Langgeraden. Dankeschön. 0,17 Runden Benzin. Oh, mir ist das Ziel. Alles geben. Karierte Flagge. Yes. Finde ich auch. Letztes Mal da zwischen, also offscreen fahren, bin ich dann noch einmal 20. geworden und einmal 14. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Du musst diese Geschwindigkeit auch wählen. Erster. Aber das ist eben wahrscheinlich nur deshalb gewesen, weil die Quali-Runde eine Runde war. Ich habe gedacht, das wäre jetzt. Ein bisschen länger. Jeder Fahrer träumt von diesem Moment. Das war ein unglaublicher Grand Prix und hier kommen nun unsere Top 3 hinaus auf das Podium. Yes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. 2x6 Sekunden. Im schwachen Resultat heute geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Nach einem solchen Rennen kann das nur Nico Hülkenberg sein, oder? Total sauber, komplett durchdacht. Mit dieser Leistung kann er sehr zufrieden sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat seine Führung in der Rangliste ausgebaut.
Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben. Mhm. In dieser Saison wird es eine Stunde noch mehr spannende Wendungen geben. Schön gesagt, knapp, ich hoffe, wird knapp Sie sind eine Stunde. Beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. So, wer ist denn letzter geworden? Nasr ist letzter, gefolgt von Palmer, Magnussen, Gutierrez, Eriksen, Acquianto, Wehrlein, Kiat, Button, Alonso, Grosjean, Sainz, Massa, Bottas, Vettel, unser Teamkollege Nico Hülkenberg, dann Verstappen auf Platz 6, Ricciardo, Raikkonen, Hamilton, Rosberg und natürlich wir, der Force India. Drei Errungenschaften frei. Dein Spieß, den Spieß umdrehen, Top 3 und den dritten habe ich jetzt gerade nicht entziffert. Wir sind jetzt auf der insgesamten Fahrerliste auf dem Platz 4 von 22, haben jetzt 25 Punkte. Ist ja schon mal gut, oder? Finde ich auch. Jetzt fehlt nur noch 15 Punkte bis zum Platz 1. Das heißt, wenn Hamilton das nächste Mal... Der hat das letzte Mal gewonnen, oder? Jetzt hat er 15 Punkte. Oder wie ist das? Auf jeden Fall kommen jetzt noch die Zwischenbilanzen von unseren Rivalität zum Bleistift. Saubere Runde in Prozent, 79 Stück. Plätze gewonnen. Ja, 25 in Klammern. 10 zugezogene Strafen, minus 12 Punkte. Trotzdem noch 13 Punkte bekommen. So, Rivalität. Jetzt tun wir uns. Ja. Finde ich gut. Ein Punkt mehr als unser Kollege straffrei, ne? Haben wir nicht ganz geschafft, aber beendet das Rennen auf jeden Fall, Endposition 1, Podiumplatzierung ja, schnellster in Sektor 1 mit 30,4 Sekunden und der Teamkollege 33,7, Sektor 2 43,9 Sekunden, 47,0 Sekunden unser Teamkollege. Sektor 3 24,4, unser Kollege 26,6. Schnellste Runde mit 1,38,8 haben wir ja in den letzten vier Runden, glaube ich, geschafft. 1,47,5 war dagegen der Hülkenberg. So, jetzt haben wir, sind wir wieder im grünen Bereich. Super. Haben wir angepasst. Machen weiter. Es ist Nacht draußen. Laptop. So, gucken. Und dort steht unten nächstes Wochenende. Und das sehen wir uns nämlich wieder. In gar nicht mal so vier Tagen. Es sind fünf Tage. Sehen wir uns am Freitag wieder und das ist der Freitag. Freitag, der 7. Oktober, meine lieben Freunde. Da sehen wir uns wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin Cedric Elsass vom Südostmoralischen Fernsehen. Das war das zweite Wochenende in Bahrain, der große Preis von Bahrain International Circuit. Tschüss, meine lieben Freunde.